noch eine Frage, und zwar bezieht sich auf Tonabnehmer, wo der Unterschied ist zwischen den Aufbauten von passiven und es gibt ja auch aktive Tonabnehmer. Also was ist das, was kann das, was macht das? In diesem Fall Hamburger, da geht die Frage drauf hin. Genau, ne? Also Hamburger dann sogar noch, genau. Ich setze also voraus, dass der Fragesteller weiß, wie ein Single-Coil-Picker funktioniert, weil sonst müsste man das auch nochmal erklären. Aber das ist schnell gemacht. Ein Single-Coil-Pickup ist im Grunde die Hälfte von einem Hamburger. Das, was jetzt, nehmen wir mal die andere Spule, das, was man jetzt sehen kann, ist im Grunde genommen ein vollständiger Single-Coil-Pickup mit dem einzigen Unterschied, dass bei einem Single-Coil-Pickup hier keine einfachen Eisenstücke drin sind, die nicht magnetisch sind, sondern dort sind Magnete eingebaut. Also 6 einzelne Magnete. Bei einem Hamburger ist es ein bisschen anders gemacht. Da kommen wir jetzt gleich drauf. In einem Hamburger sind 2 identische Spulen eingebaut, die allerdings eine unterschiedliche Wicklungsrichtung haben. Das ist eben gerade dieser Humbucking-Effekt, dass das Signal, was von den Seiten kommt, davon unbeeinflusst ist, aber alle Störungen, die jetzt von außen auf diesen Humbucker wirken, ob das jetzt elektrische oder magnetische Störungen sind, die werden durch diese unterschiedliche Polarisierung und Wicklungsrichtung kompensiert. Die werden einfach ausgeblendet. Übrig bleibt dann wirklich nur noch das Signal, was von der Seite induziert wird. Und ansonsten besteht der Humbucker aus einem flachen Barrenmagneten, der genau zwischen diesen beiden Spulen sitzt. Ah, und jeder Magnet hat Nord- und Südseite. Und die eine Seite davon, üblicherweise ist der Nordpol des Magneten hier auf der Seite, wo die einstellbaren Schrauben sind, und die der Südpol auf der anderen Seite. Und die bilden zusammen einen U-Magneten. Aha, okay. Ja. Die bilden im Grunde genommen einen Magneten, der diese Form hat. Und auf jedem Schenkel sitzt eine Spule drauf. Und das ist das Prinzip des passiven Humbuckers. Entwickelt worden eben in den 50er Jahren, weil man mit den damaligen Single-Coil-Pickups zwar zufrieden war, soundmäßig waren sie erst rein, nur eben die Störungen, die bei den Tonaufnahmen im Studio oder auf der Bühne eingestreut wurden, die waren so störend, dass man gesagt hat, da muss was Neues her. Also Single-Coils sind störempfindlicher als der Humbucker, das ist das Problem. Ja, jeder, der eine Telecaster oder Stratocaster spielt, kennt das Problem. Wenn man sich in der Nähe einer Leuchtstoffröhre aufhält oder eines Transformators, wie auch immer, es brummt, es gibt Nebengeräusche. Ja. Und das sollte mit diesem Humbucker beseitigt werden. Im Laufe der Zeit gibt es da viele, viele Weiterentwicklungen, sagen wir es mal so. Und die Frage ging ja in Richtung, was ist ein aktiver Humbucker? Ein aktiver Humbucker ist im Grunde genauso gebaut wie dieser passive, nur dass noch in das Gehäuse eine Elektronik integriert wurde, die dann zum Beispiel mit einer 9-Volt-Batterie versorgt wird, die Spulen können etwas kleiner gehalten werden, also die Wicklungsmenge, die da drauf ist, die kann etwas kleiner gehalten werden, weil das kann man mit diesem elektronischen Verstärker wieder ein bisschen ausgleichen und aufholen. Mhm. Und man hat eben dadurch auch eine bisschen bessere Höhenwiedergabe, einfach weil je mehr Windungen drauf sind, umso mehr Höhen gehen verloren. Das hat jetzt wieder elektrotechnische Hintergründe. Es ist aber so, oder? Es ist so, also wenn man jetzt einen normalen Standard-Humbucker vergleicht mit einem heiß gemachten Humbucker, der hat dann ungefähr die doppelte Windungszahl, da kann man dann schon feststellen, dass die Höhen nicht mehr ganz so brillant sind und spritzig sind. Dafür sind dann die Mitten aber sehr ausgeprägt. Okay.
Das muss man sehen. Und wenn man jetzt einen aktiven Hamburger nimmt, zum Beispiel von der Firma EMG, die sind darauf ausgelegt, dass sie eben das gesamte Spektrum sehr, sehr akkurat übertragen. Deshalb sagen auch viele Leute, sie klingen ein bisschen steril. Steril, neutral. Wobei das alles immer relativ ist und ja, was man hört und hören will und was die Werbung einem erzählt. Rein vom technischen Aspekt her ist der aktive Hamburger sicherlich eine ganz tolle Lösung. Blöd ist nur, dass man eine 9-Volt-Batterie in der Gitarre braucht. Mhm. Und ja, die ist meistens leer, wenn man auf der Bühne steht. Wenn sie braucht. Ja. Ja, das ist eigentlich das Prinzip dieser passiven und aktiven Hamburger. Ja, okay. Das könnte man jetzt noch 5 Stunden auswälzen. Ja, sicherlich, das glaube ich auch. Also vom Prinzip der Magnet ist beim Single Coil, denn sind denn die einzelnen 6, das was jetzt Eisen ist oder was? Was ist das jetzt? Das sind dort Alnico-Magnete. Also das ist beim Single Coil. Beim normalen Single Coil wären also diese Polstücke hier selbst Magnete. Während bei diesem Hamburger der Magnet unten, ja, genau, dazwischen sitzt. Das ist der ganze große Unterschied. Ansonsten ist das vom Prinzip her... Es gibt tatsächlich einen Hersteller, nämlich Fender, der hat in den 70er Jahren eine Gitarre rausgebracht, die Telecaster, Custom, wie auch immer. Dort ist kein Barrenmagnet unten drin, sondern da sind die einzelnen... Okay. Schrauben, beziehungsweise auf der anderen Seite die Polstücke, die sind kleine Magneten, relativ schwache Magneten. Mhm, und der hat auch eine sehr, sehr schöne Funktion, dieser Hamburger. Allerdings die Nachbauten, die heutzutage zu kaufen sind, die haben das nicht mehr. Die sind so gebaut wie ein ganz normaler Hamburger. Sieht bloß anders aus, weil sie die Schrauben anders angeordnet haben. Das sind 3 Schrauben im Bassbereich und 3 im, also, im Diskantbereich. Ansonsten ist es im Grunde ein stinknormaler Hamburger. Mhm. Aber die 70er Jahre, die nennen sich Wide Range Hamburger, okay, von Fender. Sind von demselben Mann gebaut worden, entwickelt worden, wie damals in den 50ern für Gibson, nämlich dieser Herr Seth Lubber. Ach ja, der, ach sowas, der, ja, der hat sowohl den Gibson Hamburger entwickelt, als auch für Fender 10 Jahre später den Wide Range. So, sieh mal an, sieh mal an. Ja, cool. Ja, das hat alles immer eine historische Komponente.